In unserer heutigen Folge wollen wir uns 4 neue Tränke brauen. Aber nicht irgendwelche Tränke, denn diese gibt's nur in der Chemieedition. Von daher aktiviere das vorerst in deinen Spieleinstellungen auf die Chemieedition. Wenn wir das soweit haben, können wir anfangen mit dem Brauen. Für unsere neuen Tränke brauchen wir eigentlich nur einen Braustand. Da gehen wir mal gleich rein. Zuallererst besorgen wir uns Niederwarzen. Die sind natürlich jetzt erstmal die Basiszutat für unsere Tränke. Und als Brennstoff brauchen wir Lohnstaub. Schon kann es losgehen mit ganz normalen Wasserflaschen, die wir jetzt hier einfach mal reinfüllen. Durch unsere Niederwarze erhalten wir jetzt bei unseren Tränken seltsame Tränke. Und das ist die Grundlage für all unsere weiteren Tränke, die wir brauen wollen. Ist nicht unbedingt, sage ich mal jetzt, nur für diese besonderen Tränke. Auch allgemein für alle Tränke muss man das machen. Den ersten Trank, den wir brauen werden, wird unser Gegengift sein. Dafür brauchen wir ganz einfach Silber. Füllt den hier rein mit unserem natürlich seltsamen Trank, den wir hier haben. Dadurch erhalten wir nun unser Gegengift. Der zweite Trank ist gegen Schwäche. Dafür holt euch einfach Kobalt raus. Und natürlich wieder unser seltsamer Trank. Für den nächsten Trank brauchen wir ein bisschen Calcium. Das füllen wir hier wieder einmal rein. Und haben jetzt durch unser Calcium Augentropfen hergestellt. Die sind gut, falls ihr mal nichts sehen solltet oder so, dann nehmt ihr davon ein paar. Für den vierten Trank nehmen wir ein bisschen Bismut. Der ist gut, wenn euch ein bisschen übel ist, dann nehmt am besten davon einen Schluck. Soweit, so gut und schon haben wir unsere Tränke fertig. Wir haben einmal Gegengift, Elixier, Augentropfen und Tonikum. Gegengift, ich denke mal, das ist ganz klar, das ist natürlich dafür da, wenn ihr natürlich vergiftet seid. Das Elixier ist einfach dafür da, wenn ihr Schwäche habt, ne, dann trinkt ihr davon einen Schluck. Augentropfen ist natürlich, damit die Sicht ein bisschen besser ist. Und Tonikum, ja, das nehmt ihr, wenn euch ein bisschen schlecht ist. Ich habe mir jetzt nochmal ein bisschen Gift rausgeholt. Ich werde mich mal kurz vergiften und nehme mir einfach ein bisschen Gegengift. Und schon ist es weg. Immer toll, was man sich in Minecraft noch basteln kann. Wir haben wieder 4 neue Tränke bekommen und die sind alle positiv. Wir haben einen gegen Gift, gegen unsere Schwäche, Blindheit und Übelkeit. Natürlich können wir damit jetzt ein bisschen rumspielen, aber bevor wir jetzt hier so schnell das Video beenden, schau gerne noch bei uns in die Infobox. Da findest du noch weitere solche tollen Videos. Nicht vergessen natürlich den Kanal zu abonnieren, bist du immer auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.